Einmal in der Woche zieht es die Schüler zu diesem Modell, einer Lagerhalle in Miniaturform. Im Rahmen eines Praxisseminars haben die Schüler unter anderem diese spezielle Aufgabe: das Einbauen der Steuerung zur automatischen Tür- und Fensteröffnung. Und das alles mit Know-how und Material von Lamilux. Eine willkommene Abwechslung zum Schulalltag. Schülerfotografien, kaum von Profibildern zu unterscheiden. Das ist das Ergebnis eines anderen sogenannten P-Seminars. Das Thema künstlerische Fotografie wurde von den Schülern ganz unterschiedlich interpretiert und in Szene gesetzt. Mit einem Förderpreis honoriert vom Bayerischen Staatsministerium. Lamilux, ein Unternehmen, das mit dem Arbeitskreis Schule Wirtschaft in Hof eng zusammenarbeitet. Eine frühe Berufsorientierung für Schüler ist halt wichtig. So haben sie die Chance, schon rechtzeitig die richtigen Weichen zu stellen. Im Rahmen eines Schnupperpraktikums lernen Schüler mehrere Abteilungen des Unternehmens kennen und stellen dabei fest, was ihnen liegt oder auch nicht. Und ein Ausbildungsbericht ganz anderer Art. Franzis Tagebuch. Mit einer Kamera in der Hand geht's durch die einzelnen Abteilungen und jeder kann sehen, wie es bei Lamilux hinter den Kulissen zugeht. Bei den Schülern ist sie schon der Blockhit und für Lamilux eine ideale Plattform, um neue Fachkräfte aus der Region zu gewinnen.